Erzähl ich dir gleich. Ja. Bitte.
1000 kostet. Nö, kostet nicht viel. Doch, das sieht die Rasen. Ja, Daytona ist das daneben. So. Die sind alle vom Bäcker. F355. Oh, und da oben stand die Ferrari-König. Oh, guck mal, was da hinten kommt doch. Thank you.
Natürlich, der ganz schön Dampf drin, das Ding. Oh, fährt er so schnell wie ein Lamborghini? Sehr viel Geld. Timo, was hältst du von dem Auto hier? Der Fünfte. Was meinst du? Es müsste nur so sein hier, wa? Freund und Helfer? Muss nicht jetzt sofort sein, aber dann können wir nachher mit 7,5 Meter diese eine Richtung noch verlängern. Weil wir haben noch ohne Ende. Guck mal, die steht direkt an dem weißen Pagodenzelt da vorne. Die kann mehr vermittelt werden. Ja. Mag ich höre. Schelko bei mir gewesen, er stand bei mir schon vor der Tür so an. Wieso, hast du nur zwei? Absteppert ruhig. Da kommt noch einer, der wird mir auch noch zwei. Nur zur Seite, der muss jetzt hier rein. Oder? Ja.
Der erste Mond und der zweite. Den haben wir jetzt nicht. Der zweite. Ja. Oh, und der vierte. Der 50 ist dabei. Cazzo del telefono alla porta, ce l'hai, non ci vuoi uguale. Usciamo. Ok, grazie, ciao. Ciao, ciao. Oh, oh, non muoiono nemmeno. Sentimo. Auf der Tür. Stingray, Markus. Thank you.
einer zu. Das kannst du mir ruhig machen. 250 Kilometer. Ist deiner schneller? Ja? Bester BMW. Guck mal, Andreas. Das ist die Story, die ich eben Herrn Becker erzählt habe.
kriegt er nicht mal. Ich hatte meine frühere italienische Hausmeisterkollegin Susanna Agnelli um mal gebeten, ob ich nicht hinein. Susanna Agnelli ist die Schwester des berühmten Herrn Agnelli, des Autohändlers in Italien. Ich habe ihn abzu gefragt, ob ich mal mit einem schnellen Ferrari fahre. Hier hat Firma Torini mit einem weißen Ferrari die 14 Meter Geschwindigkeit rumkutschieren worden, und das ist mir das Blut aus dem Adern gezogen hat. Da habe ich ihr gesagt, Susanna, ich schlage dir vor, du gibst mir deinen Das Freude an Traumautos und gesellschaftliche Mitverantwortung an den angehen können, dafür liefern Sie seit Jahren Beweise. In Monaco haben Sie eben den Siegerrennanzug von Michael Schumacher von 96 für einen guten Zweck versteigert. 30.000 D-Mark für UNICEF in Moldawien. Sie unterstützen auch mich, und das möchte ich ausdrücklich hervorheben, wie andere auch hier in Düsseldorf, bei der Stiftung Kinder sind tabu, die ich ins Leben gerufen habe. Diese Stiftung kämpft gegen sexuelle Mobbing und Vorsicht bei denen, die rechts, linke von links abbiegen. Nur eine einzige Regel des deutschen Straßenverkehrs haben wir Liberale. Diesen Bezug müssen Sie ja in einer Zeit, in der Hand auf richtige Bahn zu gehen, erlauben. Nur eine Regel des Straßenverkehrs haben wir Liberale. Oh, und damit übe ich jetzt erstmal und dann danach und dann. Und dann, wenn ich gut kann, und dann kaufe ich mir einen Graskarpfen. Oh. Das ist kein schlechtes Modell, beziehungsweise jetzt ja nicht mehr ganz, aber das neueste Nachfolgemodell stehen hier schon. Abgelaufen, sehr viel klar, das was hier von der Siegener Mannschaft Familie Schneider präsentiert wird. Und als nächstes wird auch 362 ein gewaltiger Phantom 2 Rolls-Royce aus Köln. Das ist der Wagen von Herrn Heinen, und ich bitte hier, meine Damen und Herren, für alle schon mal vorweg, die dieses Auto gleich zu sehen bekommen, einen herzlichen Applaus auch für die stilgerechte Bekleidung. Ja? Ich weiß, dass ich noch weiter eine Thank you.
Das ist jetzt der Rotter. Eingebildet, die hinteren noch.
Er hat auch gelacht. Gesundheit, Teddy. Timo. Der neue Käfer bietet.